Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommt der zweite Teil der Skies Abenteuer Challenges raus. Damit kann man dann auch den Shadow und Ghost Skill freischalten. In diesem Video werde ich euch alle Lösungen dazu zeigen. Wenn es euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg 10.000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wir sind auch ganz, ganz kurz schon vor den 700 Abonnenten. Ich denke mal, das sollten wir auch heute oder aller spätestens morgen schaffen können. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Dort werden wir heute den Daily Cup zocken. Und dann später natürlich noch den Solo Cup. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mit der ersten Challenge. Und zwar müsst ihr bei Orientierungspunkten Truhen durchsuchen. Das sind gefühlt alle Orte auf der Karte. Irgendwo ist immer ein Orientierungspunkt. Zum Beispiel wäre das hier der Orientierungspunkt. Lake Nu wird man schon irgendwann mal finden. Ich glaube, es zählen aber eben halt nicht die ganzen benannten Orte, sondern man muss in Orten wie Risk Reels, dem Obstgarten oder so landen und dort dann insgesamt 10 Truhen öffnen. Als nächstes muss man insgesamt drei Spieler aus 15 Meter Entfernung mit Maschinenpistolen eliminieren. Das heißt, man darf nicht einfach nur im Close Range mit den Maschinenpistolen kämpfen. Am leichtesten geht das natürlich im Knockout-Modus. Dort hat man eigentlich immer irgendwann mal eine Situation, wo man aus mehr als 15 Metern mit der SMG Kills macht. Als nächstes muss man bei einem Abbau 5-mal in Folge Schwachstellen treffen. Das heißt einfach 5-mal hintereinander auf diesen Punkt treffen. Man braucht da natürlich etwas stärkere Objekte, die nicht mit einem Hit down sind, also eher so Metallobjekte. Die meisten Wände werden da nicht funktionieren oder so eben halt Steinwände, aber Holz funktioniert da leider meistens nicht. Das heißt, man muss sich da schon ein bisschen aussuchen, welche man dann genau nimmt. Als nächstes braucht man den Chopper, die findet man ja auch an einigen Stellen auf der Karte, überall, wo eben halt auch die ganzen Henchmen sind. Und damit muss man dann unter der violetten, der roten und der blauen Brücke durchfliegen. Die blaue Brücke befindet sich dort oben, die violette befindet sich dort und die rote dort. Das heißt, man kann am besten von Pleasant Park den Heli nehmen, einmal unter der blauen durchfliegen, dann unter der roten einmal durchfliegen und dann einmal zu lilan fliegen und dann darunter noch durchfliegen. Und dann hat man die nächste Challenge auch. Dann muss man als nächstes ein Lagerfeuer benutzen, einen Apfel essen und einen Pilz essen. Sollte auch relativ leicht möglich sein. Pilz findet man beispielsweise in Weeping Woods. Am Obstgarten findet man hauptsächlich Pilze und die ganzen Lagerfeuer sind in den großen Städten und überall verteilt. Zum Beispiel welche unten in Frenzy Farm Lagerfeuer. Als nächstes muss man dann im Verlauf eines Matches bei The Shark landen und die Agency besuchen. Bei der Agency muss man anscheinend tatsächlich nur den Ort alleine besuchen und man muss nicht mal dort landen. Allerdings muss man eher und einmal bei The Shark landen. Es könnte aber auch sein, dass es möglich ist, zu The Agency zu gehen und dort einmal eben halt zu landen und dann weiterzugehen zu The Shark, ein Jumppad nehmen und dann sozusagen dort nochmal nicht aus dem Bus landen, aber eben halt vom Jumppad einmal landen, müsste auch zählen, aber am leichtesten ist natürlich einmal von The Shark, also einmal bei The Shark zu landen und dann einfach zu The Agency weitergehen, am besten mit einem Boot oder mit dem Grappler dann. Dann muss man als nächstes Kopfschüsse bei Spielern oder Handlangern machen. Sollte man irgendwann easy schaffen. Irgendwann trifft man eben halt einfach Headshots. Sollte man auch in locker in eine Runde schaffen können. Dann muss man Skies Schwert im Stein an hochgelegenen Orten finden bzw. durchsuchen. Und davon gibt es insgesamt 5 Orte. Der erste befindet sich hier nordwestlich von Pleasant Park. Und zwar müsste sich der dann ungefähr hier an der Klippe befinden. Einmal da oben wahrscheinlich in diesem Stein drin, der sich da unten befindet. Weiß ich jemand nicht ganz genau, die gibt es eben halt noch nicht jetzt bei mir direkt. Werden dann ja erst später rauskommen bei euch, wird es dann aber wahrscheinlich hier in diesem Stein sein. Das zweite Schwert müsste sich dann hier in diesem Stein befinden, nördlich von Risky Reels. Und wo hier auch eine Kiste oben auf dem Berg noch drauf ist, in diesem Stein. Die sehen, glaube ich, alle relativ gleich aus. Das heißt, sollte man auch ganz gut finden können. Und ich denke mal, das Schwert wird dann auch etwas leuchten, wodurch es etwas leichter sein wird, das dann wahrscheinlich zu finden. Dann müssen wir als nächstes weiter zum FN-Radio fliegen. Hier müsste sich das dann irgendwo in den Stein hier, in dieser Steinsammlung befinden, dieser etwas nordöstlich von FN-Radio ist, hier auf dieser Kuppe. Das vierte Schwert befindet sich dann hier nördlich von Retail Row und westlich von der Grotte auf diesem hohen Berg dort oben, wo auch noch ein bisschen Schnee drauf liegt. Das letzte Schwert befindet sich dann hier nördlich von Lazy Lake an diesem Stein auf diesem Hügel. Dann müsst ihr nur noch 2 weitere Challenges machen, nämlich müsst ihr einmal mit dem Kingsman-Schirm Schaden abwehren. Den findet man ja nur in den ganz normalen
normalen Modis, also Solo-Duo-Teams. Gruppenkeile, weiß ich nicht mal, ob man den dort finden kann. Eigentlich müsste es den ja auch im Knockout- und im Datenregen-Modus geben, aber irgendwie scheint es verbuggt zu sein und man kann ihn dort trotzdem nicht finden. Deshalb geht es immer nur in den normalen Modis. Da müsst ihr einfach einmal mit dem Schirm Schaden abwehren, also Rechtsklick drücken bzw. Aim drücken. Das müsste ja die gleiche Belegung sein und dort dann einmal Schaden abwehren. Müsste auch gehen, wenn Handlanger auf euch fliegen. Das müsste wahrscheinlich auch als Schaden abwehren zählen. Dann habt ihr die Challenge fertig und als letztes müsst ihr in verschiedenen Matches, in insgesamt drei verschiedenen Matches, auf Sturzpolstern hüpfen. Das heißt, werft ihr einmal einfach unter euch. Dann habt ihr auch die Challenge. Dann müsst ihr tatsächlich, um den Shadow- oder Ghost-Ziel freizuschalten, nur einmal entweder den Ghost-Ollie in Frenzy Farm finden oder den Shadow-Ollie in Weeping Woods. Ich weiß nicht ganz genau, wo die sind, ist leider noch nicht geleakt. Da müsst ihr dann selbst schauen, was da, wo die genau sind. Ich habe leider auch schon drei Videos hochgeladen und das vierte würde sonst eben halt auch nicht mehr bei allen angezeigt werden. Wäre dann ja ziemlich schade, deshalb vielleicht lade ich morgen dazu noch ein Video hoch, wenn ihr es wollt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das war's dann aber soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.